Ich habe ja jetzt vor kurzem mit Tim Heinemann mein Rig umgebaut. Und was sich da jetzt verändert hat, findest du in diesem Video raus. Kleine Unterbrechung vom regulären Content, denn ich habe wichtige Nachrichten für euch. Es gibt momentan bei Alternate die Möglichkeit, eine Moser R9 V2 und einen KS Reel zu kombinieren in einem Bundle und das Ganze für 599 Euro zu kaufen. Wenn du jetzt runtergehst in die Videobeschreibung und dort auf den Link klickst, kannst du einer der glücklichen 50 Leute sein, die sich dieses Bundle kaufen können. Das heißt also, falls du upgraden möchtest oder du eventuell Interesse hast, dir einfach diese Wheelbase plus das Wheel zu holen, dann schlag jetzt zu. Ich wünsche euch allen weiterhin sehr viel Spaß mit dem Content. Moinsen, Freunde der Sonne. Ich habe unzählige Kommentare von euch bekommen, die mich darauf angesprochen haben, was sich jetzt verändert hat und dass ihr ein Vergleichsvideo haben möchtet zu vorher und was jetzt im Nachgang passiert ist. Und das wäre alles ein bisschen viel gewesen, wenn wir das in einem Video gemacht hätten. Weswegen wir das heute machen. Denn ich bin das Ganze jetzt 2 Wochen Probe gefahren und habe noch so einiges mehr geändert an meinem Rig. Die meistgestellteste Frage war, was dann jetzt wirklich die sehr, sehr großen Veränderungen waren im Gegensatz zu vorher. Wenn wir uns jetzt mal diesen Screenshot hier angucken, werdet ihr sehr schnell feststellen, dass mein Sitz viel, viel weiter nach hinten gekippt ist. Und wenn ihr jetzt mal hier unten in den Pedalbereich guckt, könnt ihr feststellen, oder auch hier von der Seite, könnt ihr feststellen, dass meine Pedale viel höher sind. Und das hat dazu geführt, dass ich meine Sitzschienen, die hier an der Seite dran sind, geändert habe. Das sind jetzt hier die Sitzschienen von Simlab. Die hat mir Tim netterweise übergeben, weil er da noch mal welche von hatte. Denn mit meinen alten hat das nicht mehr funktioniert, weil mein Sitz hat hier hinten an der Stelle immer aufgesetzt auf das Aluprofil. Das heißt, wir mussten den Sitz erstmal noch ein bisschen anheben und den Winkel vergrößern. Was dazu geführt hat, dass ich jetzt hier hinten im niedrigsten Loch bin und vorne in dem vorletzten ganz oben. Jetzt habe ich also, wie ihr sehen könnt, einen viel größeren Winkel in meinem Sitz drin. Das heißt, ich falle viel mehr rein und komme dadurch viel besser an die Pedale und habe nicht mehr das Problem, dass wenn ich bremse, die ganze Zeit mich hochdrücke, sondern ich drücke mich in den Sitz rein. Und das hat bei mir sehr viel verändert, denn ich habe früher meine Schultern in den Sitz gedrückt und jetzt drücke ich mein Becken in den Sitz, womit ich meine Bremse viel, viel besser modellieren kann. Des Weiteren kann man das jetzt auch auf dem Screenshot jetzt sehen von meinen alten Einstellungen, ist mein Lenkrad viel, viel tiefer als vorher. Was dazu geführt hat, dass ich nicht so fahre, also mein Lenkrad war früher auf dieser Höhe. Ihr seht ja von der Seite jetzt hier drüben, dass das fast eine ganze Hand höher ist und jetzt ist es tiefer. Und dadurch habe ich nicht mehr das Problem, dass ich ständig hier oben einen angespannten Muskel habe und das zu Schmerzen führt und ich viel entspannter fahren kann. Den Winkel haben wir jetzt auch noch ein bisschen angepasst. Das hatte ja Tim auch in dem Video erklärt. Das führt dazu, dass wir nicht mehr so viel Überspannung haben, dass wir jetzt nach oben knicken oder nach unten knicken, was für die Handgelenke super entspannt ist. Kommen wir mal zu den Pedalen. Die Pedale sind bei mir um 20 cm nach oben gewandert und da fehlen immer noch so 18 cm in der Theorie. Das ist bei mir jetzt aber mit meinem Rig nicht umsetzbar. Das werde ich dann in der Zukunft in der nächsten Version machen von dem Rig hier. Aber wenn ihr jetzt mal hier von der Seite guckt oder hier unten auf dem Bild, wo mein Fuß gerade ist, mein Aluprofil ist jetzt oben drauf geschraubt auf die großen Längsaluprofile. Vorher war es unten drunter angeschraubt. Das heißt also, wir haben dadurch über 10 cm gewonnen und die Pedale sind nach oben gegangen. Was man jetzt halt sehen kann, wenn wir das mal vergleichen aus den Videos, meine Füße kommen jetzt viel, viel gerader auf die Pedale zu und nicht mehr so wie vorher in so einem Winkel. Das sieht man jetzt hier auch von der Seite, wenn ich so drinne sitze, meine Knie sind viel, viel höher als vorher. Also vorher waren die halt hier unten, ne? Die sind jetzt sehr weit nach oben gewandert, logischerweise. Was mir dabei halt extrem hilft, dass sie so hoch sind, ist, wenn ich jetzt in die Bremse drücke, dann bremse ich mein Becken in den Sitz rein. Ne? Also wenn ich jetzt hier drücke, seht ihr ja, wie der Sitz ein bisschen nach hinten klappt und die ganze Kraft ist hier drinne und nicht mehr hier drinne. Und das ist für mich viel ergonomischer und viel angenehmer, weil ich damit viel besser arbeiten kann und ich mich nicht immer, also ich kann das auch gar nicht mehr, ich kann mich nicht mehr hochdrücken. Früher habe ich mich in der Bremse immer hochgedrückt im Sitz und jetzt drücke ich mich in den Sitz rein, was ich total schön finde und angenehm finde. Wie gesagt, meine Pedale müssten jetzt noch ein Stückchen höher, dann wäre es am Ende, sage ich mal, perfekt
dass ich hier wirklich drinne liegen würde und sehr, sehr angenehm drinne liegen würde. Eine weitere Frage, die ihr mir gestellt habt, war, warum es keine Maße gibt. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ihr alle nicht 1,85 Meter groß seid, wir unterschiedlich lange Beine haben und unterschiedlich lange Arme haben und das nicht wirklich irgendwas bringen würde, euch da Maße zu geben, an denen ihr euch orientieren könnt. Aus dem folgenden Grund. Beispielsweise, Tim hat viel kürzere Beine als ich. Also Tim musste mit dem Sitz immer ein Stückchen weiter nach vorne rutschen und ich immer ein Stückchen weiter nach hinten rutschen, obwohl wir beide 1,85 Meter groß sind. Des Weiteren habt ihr auch alle unterschiedliche Schulterbreiten und Armlängen. Das heißt, eure Lenkräder beispielsweise haben einen ganz anderen Abstand als jetzt beispielsweise bei Tim oder bei mir. Bei unseren Armen war das jetzt relativ ident, da musste man nichts machen. Also das hat halt funktioniert, dass hier drinne der 90-Grad-Winkel drin ist im Arm. Und die Höhe, die hat bei uns auch dadurch gepasst. Und deswegen haben wir euch diesbezüglich keine Maße reingepackt, da ihr das für euch an der Stelle selber rausfinden müsst. Aber was ich euch sagen kann an Maße ist, dass mein Sitz einen ungefähren Winkel von 16 bis 18 Grad hat. Mein Lenkrad hat ungefähr einen Winkel von 13 bis 15 Grad und meine Pedale vom Boden. Und das ist ja auch wieder eine Sache, die sich unterscheidet, weil wir alle unterschiedliche Füße unter den Rigs haben. Meine Pedalen sind jetzt fast 28 cm hoch. Und jetzt geht ihr in euer Rig rein und stellt 28 cm ein und werdet feststellen, dass eure Füße wahrscheinlich oben beim Monitor wieder rauskommen, weil ich unten drunter Füße habe, die ungefähr so hoch sind, weil ich höher muss wegen meinem Bildschirm. Und genau deswegen haben wir euch an der Stelle keine Maße mitgegeben in den Videos. Was hat sich denn jetzt für mich noch geändert? Ich habe dank Tim, der alten Meckersuse, nenne ich das jetzt einfach mal, auf ganz süß angelegt, mir neue Handschuhe gekauft, weil meine alten wirklich sehr, naja, kaputt waren. Das heißt, das habe ich schon mal gewechselt, was nicht wirklich groß von Relevanz ist. Aber was für mich absolut von Relevanz war, ist, Tim hat gemeckert über meine alten Schuhe. Über diese hier. Ich bin dir die ganze Zeit die Azitec-Schuhe gefahren. Und die Azitec-Schuhe, die sind wirklich ziemlich geil und ich feiere die auch sehr. Aber hier gibt es ein ganz kleines Problem. Die haben eine sehr dicke Sohle und die sind von drinnen extrem hart gepolstert. Also nicht hart, sondern sehr weich gepolstert. Und ich habe jetzt mal auf Anrat von Tim mir was anderes besorgt. Ich habe mir jetzt nicht unbedingt neue Schuhe per se gekauft, also neue Rennschuhe, weil ich hatte schon mal welche und die haben 200 € gekostet und das finde ich irgendwann einfach ein bisschen too much für einen Simulator. Und ich bin dann mal auf die Suche gegangen und habe diese geilen Dinger gefunden. Das sind Badeschuhe. Und die Badeschuhe, die haben eine super dünne Sohle. Das ist am Ende fast wie Barfußfahren. Aber ich kann nicht Barfußfahren, weil ich so doll bremse, dass mir das irgendwann an den Füßen wehtut. Deswegen habe ich mir jetzt Badeschuhe besorgt. Und die Dinger, die haben mich 20 € gekostet. Und seitdem ich diese Füße habe, oder seitdem ich die an den Füßen habe, habe ich ein viel besseres Gefühl auf dem Gaspedal und auf der Bremse. Ich bin dieses Wochenende zwei Rennen gefahren, also zwei Endo-Rennen mit den Schuhen. Und das war der absolute Banger. Also ich bin viel, viel schneller gefahren, weil ich einfach ruhiger und gezielter Gas geben konnte. Also diese schönen langsamen Anstiege und beim Bremsen hatte ich genau dasselbe. Also falls ihr irgendwann mal das ausprobieren wollt, ich packe euch da einfach mal einen Link unten in die Videobeschreibung, also einen Reflink, weil ich die bei Amazon gekauft habe. 20 € die Dinger, richtig geil. Und man schwitzt vor allen Dingen da drinnen nicht und die stinken nicht wie Huberts, weil die atmungsaktiv sind. Und das hat sich jetzt bei mir geändert. Und jetzt kommt das kleine Sternchen. Folgendermaßen für die Leute, die Momo Daytona fahren, so wie meine Wenigkeit. Ich habe noch ein bisschen gecheatet. Und zwar hatte ich immer das Problem, und das ist auch das Problem mit diesem Sitz hier, ich kriege meine Schultern nicht vernünftig in den Sitz rein. Und immer wenn ich hier drinnen sitze und fahre, habe ich das Gefühl, dass meine Schultern immer nach vorne gehen. Ihr seht das ja, ne? Die gehen beim Fahren, klappen die irgendwann nach vorne runter. Und ich habe ganz, ganz lange mit Tim darüber gesprochen, weil das halt bei mir dazu führte, dass ich irgendwann extreme Nackenschmerzen habe. Und ich habe auch gestern mit jemandem aus dem Stream darüber gesprochen, über die Thematik. Und dieses Wochenende sind wir wirklich sehr viel gefahren. Also wir sind 14 Stunden zu zweit gefahren, LMP2, Doppelstints, Trippelstints. Und ich habe einfach gar nichts heute.
Und Tim hat mir gesagt, pack dir doch mal was in den Rücken, weil das schiebt deinen Arsch noch ein bisschen nach vorne und dementsprechend klappt dein Rücken weiter in den Sitz rein. So, und jetzt passt mal auf, wenn ich mich jetzt reinsetze und mach das mal hinten rein. Das ist noch nicht das endgültige Produkt, das hatte ich noch zu Hause liegen, weil ich das früher mal gekauft hatte für Gäste, damit die ein bisschen weiter nach vorne rutschen. Und jetzt sitze ich halt richtig schnuckelig drinne und habe genug Support hinten in meiner Lende. Ist das die Lende? Was ist das? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Aber ich glaube, es ist die Lende, das Becken. Und wenn ich jetzt hier drinne sitze, bin ich gezwungen, hier drin zu sein. Mit den Schultern. Und ich liege voll dran. Das heißt, meine ganzen Schultern sind ja dementsprechend dann mehr entlastet, weil ich nicht die ganze Zeit so fahren muss. Weil so sind sie ja schon angespannt und so sind sie ja locker. Und dadurch, dass mein Arsch nach vorne geschoben wird, kippe ich halt weiter nach hinten und bin halt drinne. Super easy. Es gibt übrigens solche Kissen bei den meisten Herstellern zu kaufen, dass man sich die extra mit Klett, kann man sich die dann ranmachen für den Kopf, für die Schultern, fürs Becken, für die Beine. Also da müsst ihr dann mal gucken. Schaut einfach mal bei Sandler vorbei. Die werden da wahrscheinlich einiges im Angebot haben oder direkt bei den Sitzherstellern, wie jetzt zum Beispiel bei Momo. Also falls ihr das haben solltet, dass eure Schultern immer so ein bisschen nach vorne gehen, guckt mal, dass euer Arsch ein bisschen nach vorne kommt. Und dann sitzt ihr hier nämlich astrein drinne. Und jetzt, wo ich mir das gerade so auf der Kamera auch mal angucke, weil ich kann das ja sonst immer nur spülen, da ist halt fast gar nichts mehr. Früher bin ich so gefahren. Also jetzt mal völlig übertrieben. Und jetzt kann ich halt ganz gemütlich hier drinne sitzen mit dem Kissen im Rücken oder im Becken, was das nach vorne schiebt. Und das ist einfach super, super, super angenehm. Und das hat sich für mich jetzt hier grundsätzlich verändert mit meinem Rig. Und nach einer Woche fahren, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das für mich ein absoluter Game Changer. Und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass man so bequem in einem Rennwagen sitzt. Das ist jetzt natürlich hier nicht das Reale, ne? Aber so von der Sitzposition her, dass das so ein bisschen die Realität wiedergibt. Und ich hätte auch nicht erwartet, dass man in einem GT3 mittlerweile schon fast liegt und nicht mehr gerade sitzt. Ich hätte mal gedacht, man sitzt so gerade, weil ich, also im realen Auto sitze ich so, aber man liegt hier wirklich drinne und das ist so entspannt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also am Samstag bin ich damit 3 Stunden gefahren, LMP, und ich bin danach ausgestiegen und das Einzige, was ich hatte, war halt einfach schlafende Beine, weil die halt logischerweise ein bisschen was zu tun hatten. Aber der Rest, weder Rücken noch Arme noch Hände, gar nichts, war alles mega entspannt. Und das in der Kombination dann mit Soft Hands, dazu gibt es ja auch noch ein Video, ist das einfach ein Banger. Was sich dann noch verändert hat in der Sim selber, und das könnt ihr ja hier von der Seite sehen, meine ganze Sitzposition habe ich jetzt dementsprechend auch noch mal ein bisschen angepasst. Ne? Also ich bin jetzt im Auto generell erstmal noch ein Stückchen niedriger gerutscht, weil ich glaube, wir als Simracer oder als normalsterbliche Autofahrer sitzen immer ziemlich hoch und gucken dann runter auf die Motorhaube. Und bei mir ist es so, ich sitze jetzt halt ein bisschen tiefer. Und wenn ich jetzt hier beispielsweise mal auf die Seitenspiegel gucke, dann stelle ich auch fest, dass die genau auf meiner Kopfhöhe sind im LMP2. Ne? Also das entspricht ungefähr meinem Augenlevel. Das heißt, mein Auge ist so ausgerichtet, dass die auf der Spiegelhöhe sind. Das heißt, ich muss nicht hoch oder runter gucken in den Spiegel, sondern ich habe das hier genau auf der Augenhöhe. Und das hat sich für mich auch verändert. Beim Force Feedback hat sich nicht wirklich was verändert. Ich fahre ein bisschen weniger als Tim. Also Tim hatte ein bisschen mehr drin, weil ich mich da erstmal wieder dran gewöhnen muss. Ich hatte ja mal eine kaputte Schulter. Ansonsten hat sich hier am Rig selber nichts weiter verändert. Und das war auch mehr als genug. Und ich hoffe, dass euch diese Einblicke in meine Veränderungen, die ich jetzt hier getätigt habe an meinem Rig, weiterhelfen, dass ihr da draußen noch eine angenehmere und bessere Sitzposition findet. Um das jetzt nochmal ganz kurz abzurunden in 2 Sätzen. Pedale hoch. Könnt ihr euch so ein bisschen als Richtwert nehmen, dass eure Hacken so ganz knapp unterm Arsch sind. Wenn ihr richtig fancy seid, ist das wirklich ganz minimal, dass eure Hacken tiefer sind als euer Hintern. Euer Sitz sollte mehr als genug zurückklappen, dass ihr wirklich das Gefühl habt, ihr sitzt in so einem Fernsehsessel ganz gemütlich drin. Beim Lenkrad achtet darauf, dass eure Handgelenke, wenn ihr sie dran habt, ne, beim Lenken, dass hier die Fläche ungefähr gerade ist und hier ein 90-Grad-Winkel drin ist, ungefähr bei den Armen. Und dann seid ihr eigentlich ready to go. Was mich brennend interessieren würde, ist, wie viele Leute von euch umgebaut haben und ob es auch Leute gab, bei denen das schon von vornherein gepasst hat.
Vielen Dank nochmal an dich, Tim, dass du mit dabei warst und das Video mit uns gemacht hast und dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Lass es dir gut gehen. Ciao, Kakao.